man hat eine dominante Venus, sind alle schnell begeistert und sagen, oh ja, wie schön, super, Klammer auf, weshalb ich manchmal den Impuls habe, die Schattenseiten der Venus zu benennen, Klammer zu. Und wenn jemand einen dominanten Mars hat, dann heißt es immer, muss er vorsichtig sein, der könnte schnell ausflippen oder sonst was. Und das würde ich gern so ein bisschen, ja, differenzierter sehen. Und das war durchaus ein Impuls auch für dieses Buch. Ja, ich finde, du hast das da auch sehr, sehr schön beschrieben, weil du diese Stichworte des Mars schon sehr genau auseinander nimmst und dann auch diese verschiedenen Qualitäten davon beleuchtest, beziehungsweise eben auch das Wort Aggression genau untersuchst. So, was bedeutet das eigentlich und wie bewerten wir das? Und da komme ich auch zur nächsten Frage. Was sind denn so wichtige Stichwörter für dich, die mit dem Planeten Mars zusammenhängen? Also kannst du da ein bisschen die Essenz beschreiben oder das, was du eben mit diesem Planeten oder allgemein natürlich auch in der astrologischen Deutung, was damit in Verbindung gebracht wird? Also das Refugium oder der Bereich, für den Mars zuständig, das ist tatsächlich sehr groß. Und wenn ich es auf einen einzigen Begriff zusammendampfen sollte, was immer ein bisschen riskant ist, sowas zu machen, aber wenn ich sozusagen gezwungen würde, dann würde ich ganz oben hinschreiben das Wort Vitalität. Also Mars trägt ganz wesentlich dazu bei, dass wir überhaupt vital sind, dass wir überhaupt lebensfähig und überlebensfähig sind. Und da verschenkt er uns eine ganze Menge an Kräften, Ressourcen und Möglichkeiten wie Mut oder auch Wut. Wut, wir brauchen manchmal auch Wut. In meinem Buch habe ich dann auch den Begriff des Trotzdems eingeführt, ja, also etwas zu tun, obwohl vielleicht die Rahmenbedingungen gerade nicht irgendwie passend sind. Ja. Das brauchen wir manchmal, um voranzukommen, um uns zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Mal, es hat ganz viel auch mit Schutz zu tun. Auf der Medizin, also astromedizinischen Ebene bringen wir Mars, das System Mars ja auch mit dem Verteidigungssystem des Körpers in Verbindung, also der Infektabwehr etc. Auch das, ja, ohne das Immunsystem wären wir schlicht ja nicht überlebensfähig. Wir würden keine Woche würden wir überleben, ja, wenn wir nicht direkt irgendwie ein aktives Immunsystem hätten. Und also insofern so diese Energie, die uns dieser Planet gibt, auf ganz vielen Ebenen, körperlich, psychisch, emotional, sozial auch, das glaube ich, ja, wie gesagt, wenn ich das so zusammenfassen würde, wäre das so, dass der Begriff Vitalität. So. Es ist immer schwierig, das so auf einige Begriffe zusammenzufügen, weil wenn wir uns natürlich das individuelle Horoskop auch angucken müssen, wo steht da der Mars, wie steht er, wie ist er eingebunden, wie wird er schon gelebt, was könnte sozusagen noch hinzukommen, etc. Aber vielleicht hilft so diese Richtung von meiner Antwort. Absolut. Und ich finde, das führt uns auch gleich zum nächsten spannenden Punkt. Denn du sagst ja schon so, ja, natürlich, wir müssen den Rest des Horoskops auch mit einbeziehen, wenn wir den Mars betrachten. Und du weißt in deinem Buch ja auch darauf hin, dass Mars ja auch nicht ohne die Sonne zu deuten ist, also im Besonderen. Denn Mars bedeutet ja eben auch nicht nur Kampfeslust und Angriff, sondern es hat auch ganz viel mit Verteidigung zu tun. Und da kommen wir zur Sonne. Kannst du das näher erläutern, wie das genau zusammenhängt? Also das Zusammenspiel von Mars und Sonne sehe ich als extrem wichtig an, weil Mars ist erstmal nur eine plötzliche sich entladende Energie. Und wenn die kein Ziel hat, dann kann das dazu führen, dass was wir so unter den negativen Seiten oder den Schattenseiten des Mars verstehen, dass sie sozusagen entweder verpufft und man dann sozusagen gar nichts macht mit seiner Energie und seiner Kraft und irgendwie dann nur noch schlapp in der Ecke hängt. Oder dass sie vielleicht irgendwie in eine destruktive Form gelenkt wird. Was der Mars braucht, und ich benutze dafür gerne so die mythologischen Figuren, also des Ritters, was er braucht, ist ein König. Das wäre dann die Sonne. Und dieser König gibt sozusagen die Richtung vor, für die unser Angriffs-, Verteidigungs-, Vitalitätssystem überhaupt dienlich sein soll. Also im Prinzip ist Mars sozusagen ein Diener von etwas, von einem Herrn oder einer Herrin, um das jetzt mal so sehr hierarchisch zu beschreiben. Und die Sonne sagt uns quasi, wie so der Dirigent oder die Dirigentin das Orchester irgendwie steuert, wo auch diese Marskraft hingelenkt werden kann. Und insofern
das taucht tatsächlich in dem Buch an mehreren Stellen auf, ist mit das Zusammenspiel, das Betrachten des Zusammenspiels tatsächlich sehr wichtig.